KI, ne? Kann immer irgendwas abspeichern. Hier so, hm? Quit exploring. Go back home. Yes. Okay. See you later. Bye bye. Da haben wir irgendwie gefühlt 2 Stunden Grind gemacht. You're back. Hab nur noch 290.000 Yen. Das hast du davon. Maybe about 2 days. Maintain the gardens, the vegetables, bin ich quit. Wir waren heute. Ach, heute können wir nichts mehr machen, ne? Glaube ich. Weird that you haven't bought anything from the home shopping program. Was für Shopping Program? Was gibt's heute? Powerbelt. Herbal Pill. Oder Huge Fish mit Ice Cube. Ah, nehmen wir halt den Huge Fish. Dojima ginge noch, wenn du die Expression hast. Ansonsten geht nur ins Bett. Ich glaube, die Expression für Dojima habe ich inzwischen. Aber ich glaube, mit Dojima war jetzt nichts zu machen, oder? Doch, oh. Hey! Hey Ben, what's wrong, Bort? You feel your relationship with Dojima is going to become closer soon. You spend time with Dojima. Spend time. You're that bored. Well, have a seat. Tatsächlich bin ich that bored, weil ich sonst nichts tun darf, weil ich erschöpft bin. Dojima signs, but he looks a bit happy. I heard something at the station the other day about, well, I heard you guys hang out at June's pretty often. Ja, Dojima's probing stare hurts. Ach, sehr fragende Blick oder eher durchbohrende Blick. Nothing wrong with that, of course. The question is, why do you make so many trips to and from the electronics department? That... Oh, this isn't what you think. I'm not interrogating him. It's not fair, you're always talking with Big Bro! What? I mean, today you're home, but... I always talk with you. When is always? I wanna talk. Nanako rubs her eyes sleepily as she says it. Bring someone ins Bett. It's bedtime for you already. Go to sleep, I'll play with you next time. You promised. Nanako reluctantly returned to her room. Man. When is always, huh? Why not play with her? I feel sorry for her, not good with kids. Why not play with her? I'm busy. Du hast gerade Zeitung gelesen, du Arsch. Dojima grimaces. Truth is, I mostly left raising her up to my wife, her mother. So I don't really know how to approach her. Mach doch einfach was, erstmal was mit ihr unternehmen, irgendwas. Plus, I'm not fit to be her family. What? Why? Fit or not, you are family. Maybe you're right. Dojima is mildly... What? Really? Das ist aber ein Tippfehler, oder? W-R-Y-L-Y ist doch kein Wort, oder? Oder soll das V-Really sein? Keine Ahnung. Doch, das ist ein Wort? What? Moment. B-R-Y-L-Y ist ein Wort. Ironisch. What the fuck? Riley. Riley ist das. Dojima smiling Riley. Holy moly, das hätte ich nicht gedacht, das sah falsch aus. You think just being related by blood makes you family? Yup. That's not the case. Doch. Hufi began to grasp the worries Dojima carries inside him. Level up für Hero Fend, weil wir Zeit haben. So, Riato Dojima Social Link reached level 3. Your power to great persons of Hero Fend account has grown. Sorry. Oh, so you didn't need to hear about that. Night. Get some sleep, Knight. You said goodnight to Dojima and went to your room. So, heute Abend kann es regnen. Class have ended for today. The rain doesn't seem to be stopping. You must watch the Midnight Channel tonight. Ja, bist du. Sehr schön. Hier, hast du dein Brett.
Is it kind of an odd question? Has anyone ever given you? No, never. And over the fitting board. Wow, you'd find one this big. Really, thank you so much. Now I can finally study at my desk again. Here, this is for you. It's not much, but plain royal jelly. Desk refurbishing. Here is kind of an odd question. Oh, never. Okay, good. Nobody would do that, right? Weird. I've been thinking about my dad lately. Well, he got glue stuck to that board you gave me a little while back. Also jetzt gerade vor 3 Sekunden. But this time the model is still attached. Yeah, that's right. It's just standing there. I bet he did that on purpose. Imagine having a model stuck to your desk. Only me, I swear. I wonder if there's some kind of glue-repelling reflecting board out there. Might know of something. Yeah? Something like that actually exists? Oh, I get it. It's from the city, huh? Well, if you can't get any, will you tell me? I will definitely repay a favor. Desk refurbishment part 2. By the way, did you ever manage to find a reflecting board? A board from a table in a place that gets really hot and humid would do the trick. Dine with the plastic tonight. I dine with the plastic mold. I think my dad's the only one who is happy about that. Okay. Wir könnten mal kurz nochmal fusen. Was sagt denn der Fusion Forecast heute? Bonus Social Link XP, Bonus Stats, Bonus Recovery Skills. Das ist ziemlich viel. So, wir haben Absaras übrig. Tala, das bist du. King Frost Phoenix. Saraswati Lamia. Level 26 Hermit. Stark Elektro, Stark Feuer. Und Nullified Darkness. Die ist Medium Fire Damage. Der ist, glaube ich, ganz geil. Die Person des Fans ist, dass Atlus Geld nicht mag und deshalb seltsame Ports und Spin-off-Entscheidungen trifft. Die ist, hören wir uns alle echt gute Assistenzen, ja, ne? Ich muss nochmal kurz gucken. Eis brauche ich halt nicht. Die Creases. Oh, könnte ich holen. Oder nochmal Eis. So bitte den bis mit dem Eis. Wenn ich Principality nehme, kann ich davon nur für Deadbones Dodge Ice nehmen. Also noch einen Schwachpunkt weniger sozusagen. Es hat Poison All Foes und Deal Medium Fire Damage. Den müsste ich halt noch irgendwie Elektro beibringen. Und Cures Enervation und Exhaustion ist auch neu. Ich weiß nicht, ob ich Dodge Ice wirklich haben will. Das wird dann eher mit Yakshini machen. Weil Yakshini wollte ich ja nicht haben. Und Titania. Weak gegen Feuer, Nullified Ice. Moderately restores one ally's HP. Deals light wind damage to all foes. Red Wall. Add fire resistance to one ally. Andere war das Ding. Power. No chance, Tentacle makes all freak panic. Light, low chance of insta-kill all foes. Oh, hier haben wir ein all foes light insta-kill. Stark gegen Feuer, nullified wind, weak gegen... Und lernt medium elect damage. Der wäre ein deutlich besserer Elektrocaster. Da muss ich Rakshasa reinfusen. Das ist eigentlich nicht so geil. Ne, wir gucken erstmal hier die normalen durch. King Frost brauche ich auch nicht. Principality wollte ich haben. Ab hier will ich es dann haben. So, wir können also. Was ist das denn für. What the fuck bist du? Moon.
Repelled Electro, weak against ice. Poison all foes, enervates one foe. Increased odds of inflicting any ailment. Und lernt in zwei Leveln Elect Damage. Light Ice Damage to all foes, ist weak zu Ice. Stark und Repelled Electro. Moment, aus dem Drain und Nullify Ice wird Weak Ice, ist auch mal interessant. Die ist Medium Ice Damage, steht Light Ice Damage to all foes, Ice Break. Kann halt von dem eigentlich nur Eissachen nehmen. Decreases one foes Defense. Ich weiß nicht, wie stark Poison ist. Ehrlich gesagt. Strength 26. Oder keine guten Magic-Sachen. Ein Cubus, was wäre das der? Nigi Mitama. Temperance. Hypixie, Lamia. Tana war das, er hat mal schon. Was ist mein Triangle? Hypixie oder Ares? Nullified. Ein Ares brauche ich, glaube ich, für irgendwas. Hier die scheinbar Auswahl, damit ich dich Momente, wo deine Entscheidung wirklich Konsequenzen hat, überraschen. Oder das ist eine philosophische Aussage über die Illusion der Entscheidung. Oder sie denken, du wirst schon kein Arschloch sein und zeigen dir, wenn du es doch bist, dass du ein böser, doofer Bube bist. Ich glaube, bei Ares brauchte ich was für Margaret hier. Oh, das war eins zu weit. Check on Dwellers, listen to Margaret's request. Den Matador mit Mahama. Will er haben. Also ein Fuse wäre heute ziemlich smart. Das ist ja schon mal das, was wir festhalten können. Ah, da ist der Matador. Den habe ich sogar schon. Ich habe keine Mahama-Variante, oder? Nee. Hier könnte ich Lamia machen, dann... Nicht, dass ich mich alles mitnehme, dann könnte ich einen Panic Boost auch noch reinnehmen, dann können sie auch noch paniken. Dodge Fire. Ice Boost. Ich glaube, Jack Frost will ich halt eigentlich nicht reinfusen. Mind Charge? Double Damage of Next Magic Attack. Wir machen einen Nome und machen hier einfach mal. Moment, nee, nicht mit dir. Und das haben wir die Axini und Sarasvati. Machen wir eine Lamia, würde ich sagen. Wir wollen die Slight Ice Damage und die Decreases Foe. Muss eh die beiden nehmen. Yes. Im Hermit Skill. Fuse! Ich hoffe, dass das Richtige rauskommt, wenn es nicht gerade jetzt wir wieder verkackt werden. Ja, sieht richtig aus. I am Lamia. I am one of many residing in the sea of your soul. The Hermit Social Link infused Lamia with power. In addition, under the current fusion forecast condition, the XP bonus from your social links has increased. Lamia leveled up. Magic has increased by 3? Yo, what? Yo! Und sie kriegt einen Poison Boost. On the current Fusion Focus Condition, Lamia gain additional power. Additional power. Magic has increased. Endurance has increased. Und den Bonus Skill Media. Okay.
Die ist, glaube ich, ganz schön stark geworden. Das sind Phoenix. Phoenix habe ich aber schon. Da wird erstmal ins Kompendium gucken. Bei Level. Akshasa Matador. Wir können Ikusa wiederholen. Light Vision, Chance of Innovation, Light Ice Damage, Wind Damage. Ich brauche halt was, was Feuer hat eigentlich. Harametame, du hast auch kein Feuer, glaube ich. Nee. Ich mag den Song im Velvet Room, der ist so entspannend. Das stimmt. Medium Wind Damage, Light Fire Damage. Ja, Wind Damage habe ich auch nicht mehr so viel. Ich würde mal Phoenix holen und versuchen, den zu fusen. Moment, hab ich Eligor eigentlich jetzt gefused? Nee, ne? Eligor wollte ich auch noch fusen. Nigi Metame. Ah, das bist du. Moderate Restores, Dispels, Recover One Ally from Knockdown and Dizzy. Aber da hab ich noch, immer noch mir. Revives an Ally. Was? Revives an Ally? Das ist 50% HP. Yo, what? Das ist eigentlich schon relativ geil an. Das ist ja nur ein kompletter Buffer. Vom Nocturn und Dizzy Status. Power. Justice. Nur Rang 3. Hier ist das Ding. Huan Po. Magician. Medium Fire Damage. Ally Defense, Repart, Recalls One Ally from Nocturne und Dizzy Status. Muss ich aber Rakshasa. Mitra 31, das darf ich noch nicht. Ares, Nigi Mitame hatten wir schon. Ares, Hypixie, Nigi Mitame, Vetala. Moment. Dann müssen wir kurz Fuse Search. Oh. Rose. Muss mich jetzt für den Abend verabschieden. Hat Spaß gemacht. Experimentiere mit den Fusionen ruhig rum, solange du genug Geld hast, dir dein Main-Personas zurückzukaufen. Mache ich. Dan, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Bis bald. Danke fürs Reinschauen. Während den Summer Break zur Schule laufen. Was soll schon passieren? School closed during Summer Break. Atom Smasher, Atomic Smasher, deals medium fist damage to all fours 1-2 times with a chance of fear. What? Der halt einfach immer. Legion. Also der. Pyrojack. Level 32, deals medium fire damage. Huan Po wäre halt jetzt meine Variante. Rakshasa Eligor. Dann könnte ich Rakshasa zurückkaufen. Kriegt sogar Fire Break auch. Also, what? Die kann einfach alles von den Leuten übernehmen? Und ich bin Social Link Level 6. Ich glaube, das werde ich mal tun. Muss halt direkt Charter zurückkaufen. Scheiß mal kurz auf. So, damit ich das weiß. So, wir haben Light Fire Damage. Ja. Die ist Light Fire Damage to all foes. Das sollen wir auf jeden Fall haben. Soul Break. Exhaust one foe. Die Light Fist Damage to one foe. 1-3 times. Du hast Level 6 mit Yosuke? Yup. Gale Slasher. Die Light Fist Damage to all foes. Geil, Moment mal. Die ist 14 Stärke. Die also für physische Sachen einzusetzen, ist nicht so geil. Erkunder, Decrease on 4 Defenses, Fire Boost, Fire Boost, da sehe ich uns doch.
Backing physics attacks, autotarical resist exhaust. Würde sagen, wir nehmen einen Counter und regenerate nochmal rein. Rank 6 and the corresponding social link. A good amount of power should be granted. This acceptable, yes. Let's do it. Ich hoffe, jetzt kommt mir nicht was Falsches raus. Nope! I'm Huan Po. I'll do my best, so please let me stick around. This magician social link infuses Huan Po with power. In addition, under the current infusion, yeah, extra power and power and power. Ich hab schon ewig kein Exzident mehr. Endurance, Agility, Luck. Und Firebreak immer dazu. Und Mecha Jam haben wir gekriegt. Das müssen wir entscheiden schon wieder. Silence is 1-4-0. Silence ist schon geil. Nehme ich dafür Regenerate raus? Ne, Increases Defense nehme ich glaube ich dafür raus. Weil ich Silence mächtiger finde. Dodge Ice. Die 28 geht halt auch noch. Yo, Level 29 auch noch. Klar. Es lernt Dodge Ice. Repatra. Vom Knockdown und Dizzy Status. Das ist mein erstes Mal, dass ich es habe. Ich glaube, dann nehme ich lieber Regenerator raus. Für Dodge Ice. Gain additional power. Additional Strength, Magic, Diorama. Already restores one ally's HP. Nee, dafür bist du nicht zuständig. Oh, get Diorama, yes. Fett! Huan Po wurde auch häufig als haben andere auch gefused aufgeführt. Das wurde häufiger aufgeführt. So, Pyrojack. Kann ich das bei Level sortieren? Ja, sehr gut. Das ist ein Ganga. Das ist eine Priestess. Drained Ice, Weak Feuer, Weak. Kann Medium Ice Damage von Anfang an. Mind Slice. Die ist Medium First Damage to All Force with a Chance of Panic. Unicorn. Hero Fend. Das ist ein Hero Fan, der nicht so gut ist, würde ich behaupten, in Sachen Medium Elec Damage. Kann ich so Nagi machen? Zio und Marzio und Rakunda. This one force defense for 3 turn. Da muss ich aber Huan Po rein. Nee, das ist dumm. Das ist doof, das will ich nicht. Ein Ares, ein Hypixie und ein Tatui. Und Nummer 3 ist auf 10. Immer diese Damen. Ja, ja, Xan, ja, ja. Immer diese Damen, denn diese drängen sich dir ja auf, ne? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was du haben willst, ne? Nee, nee, überhaupt nichts damit zu tun, was du haben willst. Ich werde mal zurückholen. Sind am Sonntag eigentlich alle da? Keine Ahnung. Hey, Kanji und Asuke sind inzwischen auch schon auf 4. Wow. Weiß nicht, was du fragst, Sodo. Mit Sonntag alle da. Samstag war die Aussage, genau. Ich bin da. Power, Nigimitame, Unicorn. Und Shisa. Hero Fend. Da habe ich den blöden Phoenix, den ich eigentlich nicht haben will. Den habe ich vorhin gekauft, ich Vollidiot. Hier, Phoenix King Frost, Ares, let's go, euch haben wir auch noch nicht. Cleave. Dispels, yo, hier Dispel, sehr gut, Icebreak, Regenerate.
Grief, meinetwegen. Also ja, Samstag. Nee, ich bin nicht da, genau, Xan. Da hast du uns nur gesagt, hey, komm mal alle rein und dann tauchst du einfach nicht auf. I'm Ares, or victory lies in your hands. Oh, das ist ein Chariot. Ares ist ein Chariot. Oh, geil. Jetzt. Dann kann der meine Dinge zersetzen. Meine Eligor. Perfekt. Und Dodge Wind kriegt er auch noch. Warum machen wir Dodge Wind? Ach nee, weil er weak in Wind ist. Richtig. Und Rampage kriegt er auch noch. Also wieder Stat Boni. Und Media. Die haben jetzt halt alle Media, wenn sie Platz hatten. Die können einfach alle Leute heilen. Phoenix, Jackfrost, Xingzai. Ich bin soweit erstmal fertig. Jetzt muss ich mal kurz durchgucken. Ich habe Magician habe ich gemacht, das ist Huan Po. Chariot habe ich gemacht, das ist Justice, habe ich nicht weggenommen. Principality, Aeon, Amano Uzume und Hermit habe ich auch zwei, glaube ich, jetzt sogar. Genau, perfekt. Damit ich meine Leute noch weiter benutzen kann. Fortuna Narcissus. Narcissus. Oh, ist ein Aeon. Moment, der ist nur gegen Physical Weak? Einfach drei Elementwiderstände. Silence is all foes. Makes all foes panic. Deals light wind damage to all foes. Enervate all foes. Weil das mal nicht ein AOE-Debuffer ist. Holy shit. Der braucht halt irgendeinen Physical Shield oder Dodge. Ja, aber kriegt er ja wahrscheinlich noch irgendwann. Hier Level 59 Anubis habe ich hier wieder mit drin. Okay, lassen wir es erstmal gut sein, würde ich sagen. War ja eigentlich hier für Jack und Twilight, wollte mit Mary. Oh, you here, not today. Okay. Das ist wirklich nur, wenn sie draußen steht. Ich glaube, an Regentagen kommt sie eigentlich nie raus. Würde ich mal vermuten. So, dann können wir mal speichern, was wir hier alles gemacht haben. Gehe ich einfach arbeiten, wa? Okay, we'll get the daycare center on Monday, Friday or Saturday when it's not raining. Ups. Cultural Club. Stimmt, wir können einfach Cultural Club machen. Dann gehen wir doch mal zur Schule. Wir haben ja sonst nichts zu tun, außer den Cultural Club zu machen. Dann können wir den auch hochnehmen, eins. Oder wir gehen in die City. Wir können Film gucken. Film gucken, weil hier regnet es ja nie. Aus irgendeinem Grund. Regnet es ja wirklich nie. Oder, ach nee, hier. Das wollte ich nochmal machen. Café Chagall. Seines Owner's Original Blend 5000 Yen. You currently have 53.000 Yen. Will you spend your after school hours here? Yes. Und wir wissen, was da passiert. Café Chagall inside. Here you go. I'm impressed that you had the intestinal fortitude to set food in here after all I said. My name is Mumon. I'm the owner of this establishment. And even though this cafe is a chain, I absolutely refuse to serve mediocre coffee. I will sacrifice my standards for no one. I've got an older brother. I don't keep in contact with him much nowadays, but heh, I caused him quite a bit of trouble. He became a Buddhist monk following in our family tradition, but he's socially awkward. I wonder how he's doing. Sorry about that. When I start reminiscing, I have a hard time controlling myself. Well, drink up. It's a sublime cup of coffee. No, it's more than that. It's an experience. If you understand it, it'll break you. Okay. Der erste Kaffee im Leben des Jungen. The inside of your mouth is getting numb. But now it's sharply ecstatic.
Yet the body is full and rich with sweet undertone. This flavor, it's bold. Too bold! As you swept up in a black torrent of flavors, you desperately reach towards something and grasp it. Obtain the Dia skill card. Oh, ich bin skill cards einfach mal her. From here on, a card icon will be displayed in Persona status screen skill listings. Drink coffee when you have a Persona equipped that knows a skill with this card icon and you can obtain a card with that skill. If the Persona has no skills with the card icon shown, you will not gain a skill card. The skills that show the card icon depend on the Persona. This icon cannot be passed on through fusion. Developing more Personas will help you to gain more skill cards, so experiment and see what you can find. Hey kid, I'm closing up soon. Judging by the current time of day, it appears that you lost consciousness. I guess your palate was overstimulated by mature flavors and you succumbed, but you are still a child. It's late, you must return home. Habe ich das auch zum ersten Mal gemacht. I saw on the TV that it's supposed to rain tonight. Also du kriegst schon viele Hinweise. Okay, dann gucken wir doch mal Midnight Channel noch an. Watch TV in your room. Was passiert denn jetzt? Rise müsste doch jetzt erscheinen, wahrscheinlich als schemenhafte, nebelhafte Gestalt. Oder Riese. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, wenn wir dann gleich sehen. Ja, da ist er doch. War doch klar. Der Figurepit, ist die nackt? Ne, die hat was an, irgendwas an der Seite, aber das sieht aus wie ein Bikini. It seems to be a girl. She's wearing... Ah, das ist ein Mission, sag ich doch. She looks somewhat like Rise Kuchikawa, the idol you saw on the TV yesterday. Wer ist das denn nur? For some reason it keeps zooming in on her chest and thighs. Ah, die fühlt sich also als Fleischbeschauungsobjekt und kann damit nicht umgehen. It's hard to make out her face as a result. Oh, Rise, wie unerwartet. Ja. Hallo? Hey, did you see that? I lost. Craig is up. That was Rise for sure. Rise Kuchikawa. Okay, es ist Rise. You're right. Thought so. Oh, I guess I shouldn't be so excited. There's a chance she might get kidnapped. Yep. Come on, we should go there tomorrow. What was it called again? Oh yeah, Marukyu Tofu. Dude, my heart's pounding already. Wow. We'll see you tomorrow. Nur weil er davon ausgeht, dass wir halt Riese sehen werden. Oh, come on. Come on, Yosuke. Yosuke eigentlich. You'll be going to Marukyu Tofu Shop with Yosuke tomorrow. Yosuke. We decided to go to bed for tonight. Lol, Riese hört sich an wie ein Deutscher, der versucht Englisch zu sprechen. Aber sie heilt halt Riese. Hey, did you hear? It looks like Rise Kuchikawa really is here. You know the tofu store, Marukyu? The owners of that place have the same last name, Kuchikawa. Ja, ach nee. Seriously? Hey, I practically live next door. Ja, habt ihr aber früh geschalten, Leute. Das weiß doch jeder inzwischen. I've been hearing that there's a big crowd at Marukyu. Ja, logisch, wir wollen alle Riese sehen. Und die fühlt sich natürlich als ob komplettes Fleischausstellungsobjekt. Was it really her on yesterday's Midnight Channel? Didn't she seem a little different? Ja, das ist wieder der Schatten, wo sie sich allen zeigt und guckt mich an, ich bin so geil. No doubt about it. Her curves, her posture, even her beautiful slim legs. Oh, Yosuke. Anyways, I'm positive, right? Are we going? Der kommt halt einfach direkt zum Punkt. I don't really care about celebrities, but it's not like I got anything better to do. Sure, I'll tag along. Sorry, but me and Yukiko have plans. Give us a call if anything comes Moment, up. Moment, Moment, Moment. Die beiden Mädels lassen jetzt die drei Jungs zum Idol gehen. Das kann ja nur schief gehen, wenn die Mädels nicht mehr dabei sind. Oh Gott. Das kann nur nach hinten losgehen. Wenn nur drei Spanner rumrennen. Well, shall we get going?
But let's be clear on one thing. Oder andersrum. Not spectators. Oder andersrum, ein Spanner, einen, der nicht rafft, was passiert, und einer, der sich eigentlich nur sich Sorgen macht. Run an investigation, got it? You decide to go to the Marukuyo Tofu Shop. Die Polizei winkt schon vorbei, lol. Huh? Mr. Detective, did something happen? Oh, it's you guys. Ay. These gawkers keep streaming in with their cars, trying to park in the middle of the shopping district. Klar, weil die alle da reingucken wollen. Ist das ein Stripclub? Nee, das ist kein Stripclub, das ist ein Tofu-Laden. Why is that? Don't you know? Risei Kuchikawa's here. Hey, did you see her already? Is she there? Which is it? Er weiß nicht mehr, wer es ist. We're asking why a plainclothes detective is here doing traffic control. Stripclub klingt sinnvoll. Achso, du meinst dann im nächsten Dungeon? Im nächsten Dungeon könnte, glaube ich, sowas wie ein Stripclub raufkommen, ja. Oder zumindest irgendwie so eine Dance-Arena oder sowas als Theme. Oh, well, the Inaba Police Department isn't that big. We don't have enough staff. Wow, da muss der Detective aus der Kriminalpolizei das übernehmen? Das klingt irgendwie nicht so wahnsinnig glaubhaft. Well, I still have work to do, so I'll see you later. Jetzt haust du einfach ab, wenn du gefragt wirst? Natürlich. Dude, you managed to scare off a police detective on active duty. I wasn't trying to scare the guy. I just said what I was thinking. Ja. But you're right. It's weird for the police to come out like this. Hey, you think the police suspect that Risa might be the next target too? Haben die auch geschalten, dass es auf dem TV war. All right, clear out, coming through. Yep. Hey, Adachi. Ja, Dojima ist da, also hat die Polizei auch geschalten. Damn it, I told him not to leave his post. What are you guys doing? Hm? Kanji Tatsumi. Are you friends with them? Oh, jetzt wird's schwierig. Like it's any of your business. If you say so. So I'll ask again. What are you all doing here? We came to buy tofu. We came to see rice. We came to buy tofu. Tofu? You guys? Ja. Weil du kümmerst dich nicht ums Essen. Well, who wouldn't want to come check it out if they found out an idol's family ran an ordinary tofu store? Ach, Josuke. I'm a big fan. Du verkackst wieder unsere Deckung. Fine, but remember, she might be a celebrity, but this is her home. Try not to bother them too much. Ja, wir halten uns dran. Wir sind respektvolle Investigatoren. That cop's your uncle, huh? AKA respektvoller Stalker. So, what the hell was that about? Are you guys under suspicion? Well, they did take us in once. We can't just tell him everything, right? If we say anything about the other world, we only look more suspicious. They'll be watching us all the time. Man kann doch nicht einfach die Erwachsenen mit da reinnehmen und ihnen zeigen, dass es wirklich die Welt gibt. Stimmt, das geht nicht. Point there. Das ist wieder, weil geht nicht. Das ist so ein bisschen das ist die Anime-Logik. Das können immer nur Teenager oder Kinder. Erwachsene, die kann man da nicht mit hinnehmen, obwohl ja meine Fähigkeit ist, dass ich Menschen mit dorthin transportieren kann in die andere Welt. Aber deswegen kann man natürlich Erwachsene nicht mitnehmen. Ach, man. There's no one in there but the old lady. Rosette isn't here after all. Rosette! I heard that she really is already here, but it might have just been a rumor. Well, it was fun while it lasted. Gehen jetzt alle wieder, weil nur die alte Dame da ist. Ich will Tofu kaufen. Lass mich mal reingehen. A rumor? What? She's not here? Seriously? You sound like the world's about to end. Shut up! Anyways, now that all those people are gone, we might as well check inside. I'll buy something. Yep. Recommended Silkentofu? Nee. Momentofu? Ganmodoki. Was ist denn Momentofu? Man müsste tippen können. Momentofu. What is Momentofu? May have noticed Earth Source Foods released a new product called Momentofu. Firm Tofu. That's Moment Semi-Firm Tofu, but like a lot of people you might
be too shy to ask what does the word moment mean, where does it come from, or even what does it taste like. In Japan, there are two broad variants of tofu, firm and soft, but they are referred to by the more descriptive names of cotton tofu, moment tofu and silk tofu. Oder nehmen wir den festen. Dann nehmen wir moment tofu. Das ist ein Ganmadoki. Das klingt dann, das Ganmadoki klingt wieder speziell. Ganmadoki. Ganmadoki is a fried tofu fritter made with vegetables such as carrots. Oh, Ganmadoki it is. Das ist geil. How'd you know I can't eat tofu? Well, that's considerate of you. What? Ganmadoki is doch mit tofu. How'd you know I can't eat tofu? That's considerate of you? Hab ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte einfach nur, das schmeckt besser, wenn es ist mit tofu. Wait, what's Ganmadoki again? Is it the kind with the rice cake in it? Nee. There's no rice cakes in them. They're sort of like fried tofu patties with veggies and stuff mixed in and... Close enough, ja. Besuke received a crash course on Ganmadoki. Oh, okay. I know what you mean. I think I can eat that. Wenn du, hey, wenn du kein Tofu essen kannst, kannst du das auch nicht essen, du Vollidiot. Oder magst du Tofu einfach nicht? Let's see here. Sure enough, the only one here is your typical old lady. Man, why don't you just ask if she's in back? Excuse me. Yes, may I help you? Ah, sie ist doch sogar. Man sieht so, dass sie hinten drin ist. Hä? Ich sehe es doch jetzt schon. What the? Then who's that? What? Kerchief, was Kerchief Fat Girl? Das ist auf jeden Fall Riese. Are you Riese? Natürlich. Yeah, so. No way. Are you really Rosette? Contain yourself, Yusuke. What do you want? Huh? Oh, sorry, some tofu, please? Tofu? Which kind? Huh? Which one's which again? If you're going to eat it by itself, you should go with silken. Moment's better for cooking. Depends how you use it. Nee, wir wollten nichts davon haben. Wir wollten die frittierten Hausmannskost haben, die er hier anbietet, außerdem. Psst, Kanji! Order something. Why are you making me do it? You already picked Ganmo a second ago. Dude here wants 3 Ganmodoki. Oh, I see. I'll go get them. Verschwindet sie jetzt, während sie geht und sie holt? Wow. She's nothing like she seems on TV. I wonder if she's just tired. Man, but it's really her. I'm so glad I came. Mission complete. Du Vollidiot. Wait, we haven't done what we came here for yet. Have you noticed anything weird lately? Außer die ganzen Menschen, die ihr auf den Sack gehen. Weird? Like stalkers? Nee, weirder. Are you guys fans of mine? I wouldn't say we, but yeah. Dude here is a big fan. You little... Why'd you let that slip? Ja, weil du's... Man merkt's dir eh an. Her curves, her posture, even her beautiful slim legs. You finished checking them out yet or what? Oh, what? Das ist so unangenehm. Oh. You're doing this on purpose, aren't you? Oh, I didn't say that. Oh, oh. I never said any of that. Ja, nö, nee, würdest du niemals sagen. Niemals. Maybe you know already, but it's been dangerous in Inaba lately. And that's why we've been investigating some stuff. Oh, yeah? Sorry, let's see. Do you know about the TV show that comes on at midnight? I mean, it's not like regularly scheduled programming. How do I explain this? So wie du es jedem erklärt hast. Du guckst halt in ausgeschalteten TV, wenn es regnet, um Mitternacht und dann siehst du Dinge. That thing that was on last night. The Midnight Channel, yeah? Oh, sie weiß es schon. Ja gut. Oh, you know about it. Wait, what? You mean you saw it last night? I heard the rumors from some friends of mine. But that girl last night wasn't me. I've never been filmed wearing that swimsuit before. And the bust line. Huh? Mine aren't that big. Die Brüste sind nicht so groß. Whoa. Oh yeah, I see what you mean now. I mean, what am I saying? I'm sorry. Don't apologize so much.
You're funny. Oh. Hey, she smiled. Die scheint was für Yosuke übrig zu haben. Oder auch nicht. What is that show about anyway? Well, we're not too sure either. Jos trifft auch jedes Fettnäpfchen. Ja, aber irgendwie findet sie es süß, glaube ich. But you know there's been stuff happening here, right? We think the people who appear there are the ones who get kidnapped next. I know this is sudden, but we're not lying. Yeah, that's why we thought you should know about it. Huh, so that wasn't a dream. Was für ein Traum? I was tired yesterday, but I couldn't sleep. And it was raining, so I decided to try that rumor I'd heard about. Alright, thanks. I'll be careful. Okay, wir haben sie gewarnt. Das haben wir hingekriegt. Here you go, 3 Ganmo. That'll be 600 yen. There's extra tofu in there for everyone. A little thank you for worrying about me. Woo! Sie findet es schon mal nicht creepy stalkerig, sondern sie scheint es ganz okay zu finden, dass wir ihr Bescheid gesagt haben. Oh, seriously? Thanks! Yosuke-senpai, you can't eat tofu, right? Want me to take yours? Hell no, I always eat what people give me. Weil Riese gave you a block of tofu. Maybe you can eat it for dinner. Dankeschön. Schön nett zu sein. Later that day. Thank you very much. Your receipt's in the bag. Seems like the crowds are thinning out, so we'll be leaving now. If it gets rowdy again, just give us a call at the station. Okay. Hang on a second. I'm sorry, but there's some things I'd like to ask you. Ah, this makes it wirklich ernst gemeint. You do know that there have been multiple violent cases around here lately, yeah? Have you seen anyone suspicious around? Not really. It's been like always. Like always. Von Leuten. Well, you're an idol, so I imagine you deal with folks like fans, paparazzi, and stalkers quite often. What made you take a break from showbiz? Does it really matter? Ah, das scheint ihr privates Ding zu sein. I just needed a rest. And have you registered for school? Stimmt, sie ist noch wahrscheinlich so jung wie wir, deswegen muss sie dann in die Schule. I'm planning on going to Yasugami High. It was the closest. I don't mean to alarm you, but you do have some things in common with the recent victims. Yep, das haben wir ihr, glaube ich, auch schon gesagt. That's why, well... I might be kidnapped, right? I've been told that before. Don't worry, I'll be careful. Es fragt so bestimmt, kommt bestimmt die Frage auch, von wem denn? Oh, von meinem Neffen. Wie kommt der denn zu der Schlussfolgerung? Huh? Someone told you already? It was 3 guys. They were wearing uniforms, so I think they were high school students. Oh, jetzt sind wir wieder jetzt sind wir wieder im Verdacht und können sie deswegen nicht beschützen, weil wir wahrscheinlich in der Zeit vernommen werden. Oh no. Did one of them happen to look, how do I put it? Did he look something like a gang member? Wait, you think she's talking about your nephew and his friends? Oh no. Something smells here. The recent disappearances. Between those and the 2 homicides, there's too many questions with no answers. Kanji ist das Opfer nach Yukiko. Der wurde auch entführt und den haben wir dann auch befreit. Sein Schatten-Ich war so sehr auf, schaut mich an, ich bin voll männlich, lasst mal alle in der Sauna treffen. Und eigentlich ging es bloß darum, dass er endlich mal von Leuten akzeptiert werden wollte und nicht immer sozusagen übers Äußere geurteilt werden sollte. Der ist auch ein Schüler, der ist eigentlich sogar ein Erstklässler, wir sind ein Zweitklässler und es gibt noch die Drittklässler. Und der ist eigentlich so ein Erstklässler, der ist eine Stufe unter uns, deswegen nennt er uns immer Senpai. Genau, der ist eigentlich eine Stufe unter uns. So, the recent disappearance between those and the 2 homicides, there's too many questions with no answers. To tell the truth, I followed my detective's intuition and came here to warn her. How could high school kids who know less than we do beat us to the punch? Ja, wir wissen halt mehr als ihr. Were they just making up an excuse to talk to a famous celebrity? Or... Sir? Yasugami High. The second victim, Saki Konishi. And 2 other students who were missing for a while. Yep. I guess the investigation of the ones involved with the school hasn't turned up anything either. Yep. Are we gonna be in trouble if this keeps up? The prefectural police will be coming soon.
They're the least of your worries. Keep your head in the game. Er macht sich eher Gedanken, ob sie Ärger kriegen, als ob sie den Fall lösen. Das findet, glaube ich, Dojima nicht so cool. Dojima geht es eher darum, dass er das scheiß Problem löst und den Killer findet. We sure have a lot of tofu. Wir haben wirklich viel Tofu. Es ist ein bisschen mehr Tofu als Dankeschön drin. Die hat uns einen halben Wagenladung Tofu gegeben. Das sind doch alles Tofu-Blöcke dort in der Mitte, die weißen Dinger. What the fuck? Yeah, it tastes great. Und es weiß auf jeden Fall, dass wir da waren. You visited Risei Kujikawa today. What did you talk about? About the cases. I told you to keep your hands off this. Listen, this is a job for the police. Ja, Dojima ja auch. Ach mal, Dojima hat auch noch. Stimmt, der hat auch noch Tofu gekauft. Ja, dann haben wir natürlich viel Tofu. Klar, wenn zwei Leute Tofu mitbringen. Forget it. I shouldn't have brought it up. Gar nicht so kurz, Sono. Hier, wenn ich das hochmache, das ist gar nicht so kurz. Das ist aber jetzt. Das war halt jetzt super lang. Also ich habe halt irgendwann im Februar das letzte Mal geschnitten und da war es Lumi, die nur ein bisschen die Form reingeschnitten hat. Deswegen ist halt jetzt einfach super viel weggegangen. 60 cm. You guys met Risei-chan? Yep, Nanako, und sie ist in der Stadt. Wir können einfach mal mit ihr hingehen. Ja. Vor allem beide getrennt voneinander. Are you fighting again? Nö. Of course not. Here, hurry and finish your dinner. Also, die Kleine fragt, kämpft oder streitet ihr euch? Und sie sagt, nee, mach nicht, aber mach mal schnell fertig und geh auf dein Zimmer im Prinzip. Ja. Kinder sind nicht so doof. Ja, die angespannte Atmosphäre hält an, ja klar. Gucken wir jetzt wieder in Midnight Channel. Ah. Aber wurde gar nicht angesagt, dass es heute nochmal regnet, dachte ich. Mal sehen, bis was Neues kommt. A figure appeared. It's the same girl as before, still wearing a swimsuit, her chest area and waist are emphasized. Wird halt draufgezoomt, ja. This girl. It's Risei Kujikawa. The image is fairly clear tonight. Das heißt, sie wird aber auf jeden Fall gekidnappt in den nächsten Stunden, wenn es so klar wird. Would you try calling Yosuke? Call Yosuke. Hey, we were right about it being Risei Kujikawa. Ja, natürlich. The one on tonight seemed a lot creepier than the real Risei, but you could see her face clearly. There's no mistake. Yep. Let's all get together as soon as possible tomorrow. Yep. Das heißt Mittagspause. Ich glaube, das Früheste, was wir können. Das Früheste, was wir können, ist, glaube ich, Mittagspause, wo wir alle zusammen strommeln können. Would you like to take your progress thus far? Machen wir doch mal. Also ich mache immer Seiten auf Null, Digga. Ich mag diese Undercut-Sachen nicht so. So about the Midnight Channel last night. That had to be Risei Kujikawa. Ja, aber wo ist sie hin? It even showed her face this time. So now we know one more thing. The ones that the culprits targeting are connected to Miss Yamano. Broadcasted on TV. Females from Inaba. Females from Inaba sind es nicht, weil Kanji kein broadcasted on TV. Exactly. So we can rule out the assumption that all the victims are connected to the incident with Miss Yamano. Hm. War dann nur Zufall, weil as for Risei, I took a peek this morning and she was still at the shop. So I'm guessing that TV show thing doesn't appear on the Midnight Channel until after the person enters the TV. Hmm. I mean, that the TV show thing doesn't appear on the Midnight Channel until after the person enters the TV. Aber die Person ist noch gar nicht im TV und es ist schon zu sehen. Hä? Das widerspricht doch dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Oder verstehe ich gerade den Satz falsch? Ach nee, die meinen dann, wo die Person auftritt in so einer Art billig gemachter TV-Show. Ja, die Show sieht man noch nicht, stimmt.
Bei Kanji war es ja auch diese irgendwie Männlichkeitsshow und bei Yukiko hier, Yukiko findet ihren Prinz oder wie sie das genannt haben. Ja, diese billig gemachte Show. Es ist immer nur so ein Teaser, wo eine Person zu sehen ist, stimmt. Teddy said before that it might be the victim's own creation upon entering that world. For that it might be the victim's own creation upon entering that world. Die Show kommt noch, ja. Aber Yuki hat ihren Prinzen ja gefunden. Ja, nur bei dir, Xan, bei mir nicht. Search for my prince. I didn't understand at all at first, but now I feel it may be true. The one that appears on TV is your other self. Maybe the victim's true feelings are shown unconsciously. Victim's true feelings are shown unconsciously. Ach so. Dass sie eigentlich freut, dass sie so beglotzt wird? Oder dass sie... Also das sah ja aus, als würde sie gerne im Fernsehen auftauchen und in Unterwäsche sozusagen modeln und sowas. Das sah ja fröhlich aus. But we see them on the Midnight Channel before they disappear. Aber wegen Yuki konnte ich nicht in eine Relationship mit Mary. I guess I gotta play New Game Plus. Ich weiß nicht, ob du mit Mary überhaupt in eine Relationship kannst. Und das will ich nicht gespoilert haben, Xan. Weil du kannst ja ihren Social Link sowieso nicht so einfach steigern. See them on the Midnight Channel before they disappear. You know, when it's still really fuzzy and you can't tell who it is. How do you explain that part? Yeah, it always happens before the person disappears, like an advance notice. Der Shadow in der TV-Welt bildet sich, sobald jemand im TV in den lokalen News übertragen wurde. Or like a ransom note. But who are they announcing it to and for what? Ich glaube, mit Shie sollte es auf jeden Fall gehen. Ansonsten no idea. Ja, gehe ich auch von aus. Vielleicht geht's sogar mit Kanji, weil er hat auch so eine heteroflexible Ader. I don't know, ask the killer. There's a bunch of stuff I still don't understand. Is it possible that we see those images for the same reason? Huh? What do you mean? Ja, dass jemand im TV übertragen wurde. If the Midnight Channel shows the victim's true feelings, maybe it does the same for the culprit. So dass er denjenigen reinwerfen kann? Maybe what we're seeing is the culprit's intentions. Ah, sozusagen, dass er sich vornimmt, diese Person reinzuwerfen und deswegen sehen wir das auf dem Midnight Channel. Ist Yukikos Gedankengang okay? Well, it's a possibility. The killer can throw people into the TV after all, which means they must have the same power that we do. Nicht we. Ich, ja, ich, Yosuke. Nicht du, nicht Yukiko, ich. So, when the killer thinks, I'm gonna attack someone now, that's what we see on TV? Das ist die Idee. I don't know about that. Well, if we're gonna go that far with it, we might as well say that's the basis for that entire world. Wahrscheinlich, ja. Aber dann müsste Teddy das... Dann ist vielleicht Teddy genau die Gegenpersona zum eigentlichen Killer. Teddy ist sozusagen die gute Seite des Killers, die sie im TV übertragen hat, während die sozusagen die schlechte Seite... Er unterdrückt sozusagen seine gute Seite, seine guten Gefühle, und die schlechte Seite ist in der normalen Welt. Ja, aber ich habe gesagt, dass Teddy Leute reinwirft, aber Teddy könnte einfach die Spiegelperson im TV sein, oder die Spiegelpersönlichkeit im TV sein, zu dem fiesen Killer im Realen. Wobei dann... Es ergibt keinen Sinn, dass er dann leer ist und sowas. Die anderen sind alle Menschen und sehen auch menschlich aus und sehen genauso aus. Also wenn ein blauer Plüschteddy in der realen Welt rumlaufen würde, dann würden hoffentlich Leute auffallen. Like it's some kind of mix of the minds of the victims and the killer. Or maybe it's everyone's minds. It's some kind of mix of the minds of the victims and the killer, or maybe it's everyone's mind. That's kind of far-fetched. Außerdem konzentrieren sich alle in den lokalen News, also in Inaba, dann darauf, auf diese Person und was sie von ihr denken. Ich denke, das kommt schon hin. Always, nothing makes sense. Ja, finde ich jetzt nicht so. Ich finde schon, dass es irgendwie Sinn ergibt. Hey, Kanji-kun, you still with us? You haven't said a word der yet. Der ist einfach in Gedanken. Oder auch nicht. Er ist einfach wirklich langsam. You weren't sleeping, were you? Of course not. I was,
lost in thought. Na klar, Kanji, na klar. I wish I knew what that world's all about. Ob man mit Yosuke eine Relationship haben könnte, das würdest du wohl gerne machen, wa, Xan? Keine Ahnung. Teddy's explanations have so many maybes in them that I don't understand the first thing about it. So wie auf Kanji abfährt. Why would the culprit throw people inside the TV in the first place? They must know by now that people die when they're in there long enough. There's no doubt it's attempted murder. Ich denke, der das wirklich tut, will die Leute mit ihren wahren Gefühlen konfrontieren, dass sie zu einer besseren Persönlichkeit werden. Und nimmt halt in Kauf, dass die Leute dabei sterben, wenn sie es nicht schaffen. So the TV is a good way to do that, because the police can never prove anything about the crime. Murder, huh? So the killer's got a grudge against certain people? Nee. Well, I know there's a shitload of people who've got my number. How about you, Yukiko-senpai? Anyone hate you so bad they'd get rid of you forever? No. Glaube ich auch nicht. Schüler, hallo. Yukiko? There's always a slight chance, and you just don't realize it. Chie so, ja, das ist viel zu selbstbewusst, dass sie keinen töten will. Vielleicht sollst du mal drüber nachdenken. But if we're trying to think of a common grudge someone would have against all the victims, well, I'm drawing a blank. Da muss ich an den Anime denken. No Game, No Life. Hauptcharakter Duo nennt sich Blank. Well, the good thing is, we have another shot at getting ahead of the killer. We can leave the motive aside for now. Once we catch him, we'll make him talk. Make him talk. The only thing we can be sure of now is that Risei is in danger. Yep. Wait. Das wissen wir. We get to do another stakeout? Wieso? Wie kommst du jetzt auf Stakeout? Wir müssen Risei retten irgendwie. Hell yeah! This time we'll catch him in the act. Ah, wir versuchen sie wieder hier zu beschatten und so. Let's go. Wir sind sogar einer mehr diesmal. We gotta go with donuts and milk. Oh no. Bitte kocht nicht wieder. Bitte nicht ihr beiden Mädels wieder kochen. You said it. There's no better meal than that for a man on a stakeout. Bei dem Stakeout denke ich irgendwie eher an Steak. Tut mir leid. And throw in some disposable diapers. Yeah. Wegwerfbare Pam. For what? They don't even sell those here. We have them at Juness. Oh, too much information. Oh, you guys finished yet? Let's hurry up and get going. Was kaufen wir denn jetzt? Was bezahle ich denn da? Oh, hallo. What brings you here? Oh, well, I'm doing legwork. Mm-hmm, was für legwork denn? What did I do to deserve babysitting detail? Babysitting? I mean, it's nothing major. It's not like Dojima-san ordered me here. Uh-huh. So, what are you kids up to? Buying snacks? We were just about to head over to the tofu shop to see Risei-chan. Uh-huh. Oh, I see. Hey, I'm on my way there too. Aha, Adachi, na klar. Der sonst nie einen Finger krumm hat und immer im Einkaufszentrum rumhängt. Aha, du machst Legwork. Du rennst rum und ja, na klar. Oh, then why don't we go there together? Och nö, Chie. Come on, he's a detective on active duty. Not a bad guy to have around. Ja, zumindest ist er vorbei. Ah, ich weiß nicht. Er ist genauso verpeilt wie Teddy. Riese is tending the shop. Don't stop. The culprit might get suspicious. But we walked past here like 1,000 times already. Come on out, you bastard. We're ready for you. Look! Wer bist du denn? Das ist doch ein Stalker einfach nur, oder? Das ist einfach nur ein Stalker von Risei. Hey, he's running. Get back here!
Das ist doch. Jetzt lasst ihr sie komplett alleine, weil ein Stalker rumjuckelt oben auf. Das ist doch viel zu offensichtlich. Don't come near me! Shut up! What kind of idiot would listen to. I'll do it, you know. What are you gonna do if I get run over? What? What? No! If the suspect gets injured, the police will be held responsible. Oh, they'll get really angry and. I'll do it, I swear! Also, wenn keiner anhält, wenn jemand so steht. Hey, what should we do? Tag him from the front, tag him from behind. How are we supposed to get behind him? Come on, let's just take him down. Right then. Alright. Look! Over there! A Martian! Tackle haben wir halt auch gedacht. Tackle him von vorne ist übel dumm. Wenn hinter ihm eine stark befahrene Straße ist, dann haust du doch niemanden um. Deswegen habe ich natürlich Tackle von behind genommen. Aber sie haben ihn einfach abgelenkt und dann wird einfach umgerissen, würde ich mal vermuten. Das war, glaube ich, kein richtiges Tackeln in dem Sinne. How dare you assault an ordinary citizen like. Shut the hell up, murderer! We're taking your punk ass in. Chill mal, Kanji. What? Time out! What do you mean, murderer? It's no use playing dumb. Ach, kommt on, Leute, chillt mal ein bisschen. Wait a second. I just really like Rosette, so I wanted to take a peek in her room. Ja, du bist einfach nur ein ekelhafter Spanner. Look, geil. See? All I've got on me is a bunch of cameras. Yep, you're the culprit, all right. No two ways about it. Das ist doch Bullshit. All right, I'll take it from here. Es ist jetzt die Polizei mit dem beschäftigt und hilft nicht mehr oder was? Ach Gott. We'll hear your story down at the station. I've waited to use that line. Please, let me go. I didn't do anything wrong. Doch, durch die Fenster in die Zimmer von jungen Mädchen reinzuschauen ist doch irgendwie was Strafbares. I know for a fact it's not a crime in this country to take secret pictures. Das ist in Japan kein Verbrechen, wenn du irgendwie unter. Wenn du irgendwie Leute beim Umziehen oder sowas fotografierst, von außen in ihre Häuser hinein? Hey, don't you understand what's happening here? You're under suspicion of murder. Als ob Japan so hinterher ist dabei. Come with me. We'll talk about this later. Wow, that went better than I thought. What a coup. I gotta thank you guys for all your help. Well done. Ist so falsch. Sure. But you really should stop getting involved with this stuff. It's dangerous. I know Dojima-san was worried sick. Come on, let's go. Ja. Der echte Mörder taucht halt jetzt erst auf und es gibt riesige Probleme. Nein. Rest is up to the cops. Niemals. Looks like the killer was a pervert, just like we thought. Wait. Does that mean the case is closed? Seriously? Niemals, niemals. Das ist viel zu. Nein, nein, nein. No, stop. Hey, we should let Risa know the good news. Ja, lass mich raten. Jetzt ist sie weg, während wir die gechased haben. Nicht mehr aufzufinden. Oh, hello. Would you like some tofu? Oh, hello. Oh, did you come to see Rise? She seems to have gone out, unfortunately. Und es ist halt völlig Unsinn, dass sie jetzt weg ist. Huh? But wasn't she just here? Wie dunkel im Kopf kann man sein, ja. She does that sometimes. She'll just wander out without a word. You must forgive her. She's quite worn out in many ways. Das ist so missverständlich. She's quite worn out in many ways. Ist einfach so falsch. She left without saying anything? Come on, you worry too much. She must have just stepped out. Nee. I mean, we caught the guy. Nee. What are you talking about? Nope. We'll discuss it later. Nope. If you'll excuse me, I've got to take this guy in for questioning. Man, I can't wait to see the look on Dojima-san's face. Das wird nicht funktioniert haben. She left without saying anything? Could that mean? Natürlich. Shouldn't we look for her?
She can't have gone far. Yeah, I agree. Geht einfach direkt in den TV und fragt Teddy, ob was passiert ist. Der riecht das doch immer oder kriegt das zumindest mit. I can't find her anywhere. What about you guys? Nope. Logisch. None of the neighbors have seen her. Maybe we're just not looking in the right places. But where could she have gone? Damn it, this can't be good. I hope I'm wrong. Well, we did everything we can. No use griping about it. Wow. The weatherman says it's gonna rain tonight. So let's just keep our fingers crossed and tune in. Ja, da kommt die Show. Da kommt also dann die richtige Show. You should make certain to watch the Midnight Channel tonight. Ihr habt doch eh nichts anderes machen, oder? Evening, und dann muss ich halt schauen gehen. Oh, welcome home, big bro. Oh, shit. Also, delivery. It's a huge fish combo, purchased an ice cube. In addition, you obtain a price sticker. Wir müssen hier, ne? Aber es ist Vegetables und so. Das kostet ja keine Zeit, zum Glück, die zu holen. They look yummy. We've got veggies. Irania Cabbages. Und ich muss wieder die... What seedlings will you play? Tomato seedlings. Let's do it. Ja, ja, excited bist du. Alles ist supi. Alles ist supi, Nanako. Wir haben was zusammen gemacht. So. Speichern. Mit Nanako können wir heute nichts machen. Let's go. Watch TV in your room. Jetzt kommt zwischen eine Anime-Sequenz wahrscheinlich, wa? Wenn es die Show kommt. Something may appear on TV. Yep, da kommt die Show. An extremely vivid image. God. Does everybody know what time it is? Showtime! Show what, huh? Everything. Oh wow, es geht halt wirklich durch Strip Club oder was? How embarrassing! Is this too hot for TV? Well, if a thing is worth doing, it's worth doing all the way. I'm gonna bear it all for you. Oh what? Ist aber nicht mehr jugendfrei hier, worum es jetzt geht. Ich glaube, das Spiel sagt, das Spiel ist ab 12. So, definitely see you so. Piep, 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 piep. Hey, did you see Rosette on TV? Haben wir. Is she serious about bearing it all? Scheint so. Is it me or are these shows getting crazier and crazier? Definitiv. Die fanden wir sexuell aus irgendeinem Grund. Calm down. Self is probably doing whatever it wants again. Yep. But man, we couldn't prevent the kidnapping this time either. Even when we knew who the target would be. Ja, wurden halt abgelenkt. War nicht so smart. From this afternoon was no help at all. I guess we'll have to do everything ourselves. Aber zumindest soll der Detective damit auch nichts mehr damit zu tun haben. Außer er hat sie kurz reingeworfen in den TV und ist hinterhergerannt. Das wäre aber sehr merkwürdig. Anyways, see you tomorrow. You decide to go to bed early. Bin nur zum ersten Mal beim Gewitterfräser angekommen. You overhear students talking. Man, I'm bored. I have got nothing to do. I guess I'll head over to Okina. With the movie theater, the shops and the cafes there, I should be entertained. It's a great spot for dates too. My girlfriend really digs it there, so I should see if she wants to go too. Why do you have to do that? Always rubbing your girlfriend in my face. Oh yeah, well,
I hope the crazy woman at the clothing store makes you buy something dumb and you chuck some way too intense coffee. Whoa, man, don't be a hater. I didn't mean it like that. Just a fun place to go with anyone. Friend or girlfriend you wanna come with next time? Jetzt haben wir der Hinweis, dass wir da drüben ins Kino gehen können. Oh, jetzt sind wir wieder bei Teddy. Ah, Teddy, was ist mit dir los? Hey, Teddy! You okay? I wasn't crying. What? Everyone was having fun out there. You forgot about me. I was abandoned. Das stimmt doch überhaupt nicht, Teddy. Mach mal halblang. We would never do that. I'm sorry. Were you lonely? I was bored. It made me all listless. Listless ist lustlos, oder? I'm a useless bear. I don't even know what I am. Ein Bär. I couldn't figure it out. No one would come visit me. Ich war außerdem da zwischendurch. Halt mal die Bappen. Ich war da und hab gekämpft. Then I thought I heard voices from your world. They were all having so much fun. I was so lonely that I tried to cry. But I couldn't. Oh, das ist ja noch... Oh, das ist wirklich traurig. Oh, mein Teddy. Er kann nicht mal weinen, das, wenn er will. Well... You are hollow inside. Shut up! Stop saying I'm hollow! Aber bist du halt. Teddy zu dumm zum Weinen. Wow, Sono. Don't snap at me. This is your world, isn't it? You're the one who said you just want to live here peacefully and made us promise to find the culprit. Come on! I'm sure Teddy's just tired from thinking so much, right? When I'm alone, I think too much. It makes me even lonelier. Even lonelier. I was so sad that my chest would burst and cotton would fly out. Moment, du warst leer das letzte Mal, wo wir deinen Kopf abgehoben haben. Ah, sie dürfen ihn streichen, okay. Can I try scoring with you two someday? Moment, heißt es nicht scoring with someone, dass man jemanden flachlegt, oder? Sure, go right ahead. Nee, anscheinend nicht. Can we please drop the whole scoring thing? Ich glaube, ausgehen ist es nur, ne? Anyways, we wanted to ask you something. How's it been over here? Did a girl called Risei Kujikawa show up? Can you sense anything? Eigentlich schon. Nee, ich glaube, ich meine mein Ausgehen in dem Fall. Risei Kujikawa? You can't tell? Your nose is kind of losing its edge lately, huh? I'm a pretty shabby bear. Scheint irgendwie andere Sachen im Kopf zu haben. I won't be useful at all. Then I'll get thrown away. Ach Quatsch, wir knuddeln dich einfach durch, bis du wieder happy bist. Maybe try harder. That's not true. I can stay with you all? Na klar, stürzt uns ja nicht. Okay, then we'll go look for something that'll help you search, like last time. Teddy, no. Ja. I can't tell for sure. But I can kind of sense someone in here. Okay. I think I'll be able to find her. I just need some kind of hint. Okay, wir brauchen also wieder einen Hinweis. In order to make any progress, it seems you will need more information about Risei. You should try asking around town. Oh, und ich There's a lot of things I don't understand. Such a cutie pie. I need to rush it. We'll figure it out. I've got your back. We'll figure it out. Thank you very much. You're really kind, Sensei. I'll try even harder from now on. Sehr schön. Teddy is doing his best to try and find his role in life. You feel faint. Ach Gott, nein! Oh no! Oh no! Der Stern oder was? Though art thine, I'm though. Thou hast established a new bond. It brings thee closer to the truth. So shall be blessing when creating personas of the star arcana. Yep. Der Stern ist also. Ja, deswegen hat er auch nicht eine Stage überall, ne? Star arcana. Aber ich hab nur noch keinen einzigen Star gefunden. I'll be waiting here. Jetzt kann ich ihn auch noch als Social Link besuchen, dann oder was? Hä? Was ist das für eine Markierung? June's Department Store? Warum ist denn die jetzt so komisch markiert? Ha? Das verstehe ich nicht. Was sind das jetzt?
Das irritiert mich. They ain't nothing to do in this town, and you think? I disagree. Okay. Wo ist schon mal nicht sinnvoll mit uns? Was denn du? Grrr, wuff, wuff. The dog ran away. Perhaps this is the dog referred to on the Emma for Fox showed you. But it seems to be wary of you. You doubt for a return here anytime soon. You should look for it another day. I don't want to go home. Okay. Und du bist immer noch. Ja. Ich hab keinen Haken. Kein Angelhaken. Ich tu was von dir. Easy Kuchikawa? Yeah, yes, the popular girl, right? Marukyu's son granddaughter is one of the same name. I'm rooting for her. You gave her the old key. Ah, I've gotten to be honest with you though, I've already opened it. You know my daughter? Well, I spoke to her and we found the key together. But the fact that you were looking for it was quite flattering, young man. And so I couldn't tell you that we opened it already. I'm sorry. It is true that you found a key for me though. I should give you something for your troubles. Ah, I know. How would you like a secret lesson? Don't worry, it's free of charge. This brings back fond memories. Now listen up. If you want to get close to a girl, the first thing to know is that you can't ruffle her feathers. Mein August ist jetzt durch. Was denn ruffle her feathers? You have to keep telling her exactly what it is she wants to hear. Ach so, sie beunruhigen. Aber das ist doch Bullshit. That's a surefire way to win her heart. And when the timing is just right, that's when you confess your love to her. But that'll end in the rejection if you haven't caught her eye before that. You'll be stuck being friends forever if you can't win her attention somehow. Basically, it all comes down to your actions that'll sway them from being lovers or just plain friends. Well, that'll about all I can tell you. Good luck. You listen to the old woman's secret lesson. Your knowledge has greatly increased. Your courage has greatly increased. Completed old key. Okay. Das ist auch noch abgeschlossen. Miau, 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 miau. Still have a feel like you should try giving some food. Feed the cat. Give it a huge fish. Feed the cat. You gave the cat. Meow. The cat seems happy. You can try feeding the cat next time. Ich gar keine Fische mehr. Oh, hallo. It feels like I'm just running around in circles. Oh yeah, there was this weird guy who was talking on his phone about Rizzi Kuchikawa being on hiatus. Thought I'd go over and talk to him, but when he saw me, he ran away. I wonder where he went. Hey, did you find that thing I asked you to get? Yeah, it was to me. I don't think any place you could forget it. Okay, du sagst uns nix. Hey, what are you doing? I'm counting. Ah, okay, das hatten wir alles schon. Das hatten wir alles schon. Okay. Go into town. Dann gucken wir mal ins Department Store, wo alles angepinnt ist, aus irgendeinem Grund. The ones from June's are grown elsewhere and they are just expensive to boot. What should I do? Should you give her the Hiranya cabbage you have? Yes. Give her 3 Hiranya cabbages. Oh my, what large cabbages. Maybe young, but I'm very impressed. Completed quest. Inaba cabbage grow. I know. Why don't you take this as a sort of reward? It's very good for digging. Obtain sharp shovel. Ah, da habe ich die her. Such beautiful Inaba grown cabbage. I know my grandfather will be happy to see these. Now I'm off to cook dinner. I'd better make something worthy of this wonderful cabbage. What should I make? Stir fry, pickle, stuffed cabbage. Keep it simple with just cabbage julienne. Sounds good too. Mal kurz gucken. Nee, nicht Persona. Equip. 122,88. Ein 7% Hitrate wert, mehr Damage zu machen. Ich denke schon. Hello there, Mr. Your friend with the boy whose PA owned this place, aren't you? You know, the one you were working with the other day. Think he forgot this then. Can you see that it gets back to him? Then June's apron. I'm counting on you. Okay, ich kann jetzt als June's Angestellte hier rumrennen. Oh nee, ich wollte nicht die Leute gathern, das ist Bullshit. Alright, I'm fired up. Go back to town. So, hier war also nicht viel. Wer bist du?
I don't want to stay in Inaba forever. Look at this shopping district. It's practically deteriorating. But there sure does seem to be a lot of people moving in from the city. You and Yosuke are both like that, right? Even Rize Kujikawa is coming. Why in the world are you all these people coming here? Gute Frage, ne? Hello. My cousin in the hospital hasn't been eating much. I always bring him candy and fruit when I visit, but I usually end up eating it myself when I leave. I'm worried about him. Can't this dang bus come any faster? Okay, was mit euch? Rize Kujikawa, she's probably scared and alone right now. Seeing her image on the Midnight Channel every night, we need to save her quickly. Forever Macho, what is a man? It's wonderful, it makes me feel pure. They also have books on bug catching and a collection of ghost stories. It must be gearing up for kids this summer. Been going to the hospital a lot recently to see my grandmother. Maybe I need those ghost stories, haha. The next shipment is going to be on the June 28th. I hear it will be a sequel to Bully Teacher. I'm so excited. Ich glaube, ich würde das durchsuchen, dass ich mir für ein späteres Mal aufheben, erstmal speichern. Und wir machen einfach das nächste Mal weiter. Weiß nicht genau, vielleicht morgen schon. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich morgen schon.